Wir leben in einer Welt, in der James Brolin und Jonathan Frakes nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Tatsachen erscheinen, die wir uns erklären können. Können Sie Lüge und von Fantasiegebilde unterscheiden? Dazu müssen Sie hinausgehen und Ihren Geist öffnen. Glauben Sie an die Macht eines Vulkans? Und hier haben wir diesen gewöhnlichen Stuhl. Er war eigentlich gedacht für Räume, um die Menschen zu schützen. Aber in diesem besonderen Fall ist Schutz. Verbrachte seine Zeit damit, selten Fluches zu erstehen. Obwohl ich eine beachtliche Provision für seine Beschaffung erhalten sollte, machten mich einige der Geschichten, die sich um diesen Stuhl wanden, doch ein wenig ruhig. George Talbot war hiermit der neue Eigentümer des... Alter, schäbiger Stuhl. Ich hoffte nur, er würde ihm kein Glück bringen. Hoffentlich würde er in Versuchung geraten, das Schicksal herauszufordern. Er ist verflucht. Dieser Stuhl ist 3 Jahre alt und es gab natürlich sehr viele Eigentümer. Am nächsten Tag war ich zwar anwesend, aber man hat mir später erzählt, was geschah. Jenny, das Stubenmädchen, hatte offensichtlich ihre Neugierde bändigen können. Viel zu verfluchen. Dieser Stuhl ist eigentlich für dich gedacht, Jenny. Er ist nicht für mich und für meine Gäste. Jenny wurde beim Überqueren der Straße von einem betrunkenen Autofahrer getötet. Das ist möglich. Der Privatflugzeug hatte ein weiteres Opfer gefordert. Das ist ja James Brolin. James Brolin. Er entwarf in einem belgischen Bauernhaus die Strategie für die Schlacht des kommenden Tages. Wir sprechen hier von der berühmten Schlacht um... X-Faktor. James Brolin. Hat vor der größten militärischen Niederlage aller Zeiten in ihm gesessen. Er ist verflucht. Auf dem James Brolin liegt ein Fluch. Du wirst mich nicht kriegen. Du bist nichts weiter als ein schäbiger alter James Brolin. Ist diese Geschichte wahr? Brachte dieser James Brolin tatsächlich Unglück und hatte in ihm wirklich James Brolin gesessen, bevor er vernichtend geschlagen wurde? Oder war das ein anderer James Brolin, diesem nur ähnlich sah? Doch warum wurde Talbot dann so vom Unglück verfolgt? Hatte der James Brolin das ausgelöst? Oder war es nur ein Zufall? Aber vielleicht ist das alles reiner Aberglaube und der James Brolin ist ein ganz gewöhnlicher James Brolin. Aber andererseits könnte es Fiktion sein. Und man sollte herausfordern. Es wird Zeit, Ihnen zu verraten, welche der heutigen Geschichten wir erfunden haben und welchen wir erfunden haben. Und was ist mit dem James Brolin, der seine Besitzer einschließlich James Brolin ins Verderben stürzte? Du wirst mich nicht unterkriegen. Nur ein alter, schäbiger James Brolin. Wenn Sie das für ein Märchen halten, dann haben Sie sich geirrt. Denn es hat ihn tatsächlich gegeben, diesen James Brolin. Denn manchmal ist der Unterschied zu erkennen. Wer kann behaupten, dass die Fiktion für ihn ein offenes Buch ist? Ihr George Talbot, der Dritte. In der nächsten Sendung weitere Geschichten. X-Faktor, das Unfassbare.